Der Klagenfurter Lendkanal ist rund 4 Kilometer lang und führt vom Wörthersee bis ins Zentrum der Landeshauptstadt. Mehrmals im Jahr muss der Kanal von Verschmutzungen und Müll befreit werden. Jedes Frühjahr ist eine besonders aufwendige Reinigungsaktion vonnöten. Die Lendreinigung wird eigentlich laufend bewerkstelligt, aber im Frühling macht man mal eine Grundreinigung, was sich so alles über den Winter zusammengesammelt hat. Und man muss es leider machen, weil es so viele unvernünftige Menschen gibt, die nicht Bedacht darauf nehmen, wie sehr sie ihre Umwelt, ihre eigene Welt, in der sie leben, verschmutzen. Tagelang ist man mit einem Boot unterwegs, um Abfall aus dem Lendkanal zu fischen. Und dabei stoßt man auf so einiges. Wir haben da ein Pontonboot, das gehört der Stadt und das Stadtgartenamt ist dafür zuständig. Und die müssen da zu viert ausrücken mit Gabeln, mit Eisenstangen und so weiter, um alles Mögliche aus der Lend herauszufischen. Das schaut dann so aus, als wie in einem Hinterhof eines Supermarktes Dinge, die nicht mehr verkaufbar sind. Alte Fahrräder, alte Einkaufswagen, Flaschen, Dosen, alles Mögliche. Besonders im Frühjahr und über die Sommermonate kommt es für die Mitarbeiter des Stadtgartenamtes zu erschwerten Arbeitsbedingungen. Die Lend hat einen richtigen Hitzekessel, wenn man da links und rechts hinaufschaut, zur Villacher Straße oder zur Dafiser Straße, da sind gleich ein paar Grad mehr als wie oben. Und dann natürlich, es ist keine einfache und keine lustige Arbeit, Schmutz und Dreck, oft ekelige Sachen aus der Lend herauszufischen. Und da möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie diese Arbeit trotzdem tun, für unsere Bevölkerung. Und an diese richtet sich ein klarer Appell des Stadtrats. Ich erwarte mir von der Bevölkerung, dass sie einfach mehr Bewusstsein hat, dass man Dinge nicht einfach wegwirft. Es gibt die Möglichkeit der Entsorgung. Wir haben 2 Entsorgungsstellen in Klagenfurt, eine im Norden, eine im Süden. Und es gibt natürlich auch jede Menge Mistkübeln für Flaschen und für Dosen. Und da bitte ich die Bevölkerung wirklich, dass sie sich das zu Herzen nimmt. Das ist ihre Umwelt, ihr Lebensraum und jeder ist dafür mitverantwortlich. Mehrere Lastwagen voll Müll werden jährlich aus dem Kanal entfernt. Mit etwas mehr Bedachtsamkeit der Bevölkerung könnte sehr viel Mehraufwand des Stadtgartenamtes sowie die damit verbundenen Kosten verringert werden.